lieben Christian Schemmer, Paartherapeut, Beziehungscoach und Psychologe und so weiter und so fort. Und muss mich hier immer noch ein bisschen zurechttüdeln. Ja, wir haben mal wieder eine Liebesbeziehungs-Dating-Mail. Kannst du mir auch schreiben, wollformularaufliebische.de. Und genau, Thema ist heute ja ein Podcast und das Thema Streiten und wie sehr darf man sich streiten und so. Da habe ich, denke ich, ziemlich klare Meinung zu. So, lieber Christian, ich höre den Podcast von Pinky Ponky Punky, wer ist ja auch egal, wer das jetzt ist, dachte letztens schon an deine Einschätzung. Das ist wirklich spannend. Sie macht den Podcast zusammen mit ihrem Mann und das ist so interessant. Mich kriegen die beiden, weil sie sehr sympathisch wirken und alles so offen erzählen. Nur bin ich fast geschockt, wenn sie erzählen, wie sie sich streiten, dass sie dann auch stark beleidigen mit F-Sternchen-Sternchen und sowas. Das erzählen sie auch sehr offen, quasi mit Handgreiflichkeiten. Ja, also für mich ist absoluter Dealbreaker. Wenn man jetzt 20 Jahre zusammen ist, das kommt mal einmal vor, dass man ein bisschen rangelt, aber eigentlich sollte es gar nicht vorkommen. Und schon gar nicht sollte man das normal finden, sondern es sollte absolut Ausnahme sein und richtig. Also für mich ist wirklich echte Handgreiflichkeiten ist Gewalt. Ich meine, da müssen wir jetzt nicht Handgreiflichkeiten nennen, das ist Gewalt. Und wenn ich so Paare gehabt habe, da habe mich da ab und zu mal dran versucht, aber bin dann dazu übergegangen, die an eine Gewaltberatungsstelle zu schicken, weil das bin auch immer mehr, also man scheint heute, ist das in Beziehungen, die man nicht fortsetzen sollte. Da kann man mir auch erzählen, was man will. Wenn man das nicht kann, wenn man seine Flossen nicht bei sich behalten kann und machen die auch oft beide, ne? Und dann ist es die falsche Beziehung oder überhaupt, dann sollte man vielleicht keine Beziehung führen. Ich finde das absolut nicht in Ordnung, weil klar, man hat vielleicht so einen Graubereich, wo man denkt, ist ja nicht so schlimm, aber dieser Graubereich, der kann schnell verlassen werden, wenn dann auch Alkohol ins Spiel kommt und ich weiß nicht was. Ich finde es nicht gut, ne? Dann erzählen sie was von einem Paartherapeuten, zu dem sie gehen, wo man denkt, na gut, dann machen sie da ja was. Und der sagt ihnen wohl, er streite sich mit seiner Frau auch mal, indem er einen Stuhl wirft. Ja gut, ich sage das jetzt alles Hörensagen. Ich habe mir diesen Podcast auch gar nicht angehört, weil mir geht es jetzt auch nicht um diese spezielle Person und auch nicht um diesen speziellen Paartherapeuten, den ich ja eh nicht kenne. Und ich kann nur allgemein was drüber sagen. Gewalt und auch Stuhl werfen ist, also ich weiß ja nicht, wohin er den Stuhl wirft, aber naja. Das sind für mich Dealbreaker, Grenzüberschreitungen und klar, es gibt, man kann da reinrutschen. Es gibt überaktivierte Beziehungen. Wer das noch nicht kennt, das Konzept, dann guckt gerne mal einen Liebescode oder in entsprechenden Videos. Und ich kann nur sagen, ich als Paartherapeut habe immer, sobald es laut wird oder was anderes gibt es ja eh nicht in der Paartherapie, dass man einer läuft, da habe ich sofort gesagt, stopp, hier ist so bei mir nicht. In meinem Raum hier wird hier nicht angeschrien, wird hier nicht beleidigt und das muss sofort aufhören. So, ne? Also das ist für mich absolutes No-Go und alles, jede andere Haltung dazu kann ich persönlich überhaupt nicht verstehen. So, ne? Ich bin ja auch der Meinung, man muss nicht so an so einer Beziehung hängen und wenn man das nicht anders gelöst kriegt, als körperlich zu werden, dann soll man lieber gar keine Beziehung führen oder eine andere Beziehung. Also jetzt kein Grund für. Ich weiß gar nicht, dieser Widerspruch zwischen irgendwie vorgelebter guter Beziehung und dann lachen sie über ihre Übergriffe und meinen, naja, es muss ja eben manchmal sein. Ja, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, aber ich wundere mich mittlerweile ja aber gar nichts mehr auf der Welt. Also ich denke nur noch, ich will ja meine Blase haben, macht alle, was ihr wollt. Die Welt ist völlig crazy und verrückt. Weiß ich vielleicht schon immer oder vielleicht noch mehr seit Corona und Krieg und ich weiß nicht was und Inflation, ob das eine Rolle spielt, keine Ahnung. Bin kein Soziologe, aber ich finde die Welt völlig, also ich nehme alles nur noch zur Kenntnis und sage so, nee, aber in meiner Welt gibt's das nicht, fertig, ne? Aber es wird manchmal verniedlicht und wir wissen ja auch, dass überaktivierte Beziehungen haben
durch diese ganzen, also vielen sind ja normale Beziehungen zu langweilig und dann durch dieses Adrenalin und Grenzen überschreiten und Versöhnungsex und ja, finden manche das vielleicht gut. Muss ja auch jeder selber wissen, letzten Endes, aber das wäre nicht meine Lehre, muss ich ganz klar sagen. Ja. Ich frage mich irgendwie, warum es okay ist, dass sie das aussprechen und keiner wundert sich. Das wundert sich doch niemand mehr über irgendwas. Also wenn man so auf Social Media wenn man auf Social Media unterwegs ist und ja, irgendwelche Social Media Content Creator machen den letzten Scheiß und Skandal und das ist gleichzeitig aber offensichtlich der Weg, wie man am schnellsten mehr Follower kriegen kann. Was soll man über diese, was soll man da noch drüber sagen? Solange wir das alle belohnen und lustig finden und wird sich da auch nichts ändern, so, ne? Das ist, ja, also mich wundert das überhaupt nicht mehr, weil, aber natürlich würde ich auch sagen, jemand, der, also dass sie das Problem haben und sie gehen irgendwo hin, also wenn das jetzt so ist, wie gesagt, das ist ja alles, ich kenne ja niemand, und dann lebt der Paartherapeut das Gleiche vor und sagt, nee, ist überhaupt kein Problem. Finde ich bemerkenswert. So. Aber mein Gott, Paartherapeut ist ja auch kein geschützter Beruf und aber finde ich schon sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Also selbst, also habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie gehört vom Paartherapeuten. Also finde ich höchst ungewöhnlich und ich finde es auch falsch, sage ich ganz klar. Ne? Ja, in diesem Fall, in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Ciao.